So, mein Freund. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag. Sag mal, Sie, was ist denn los? Alle Gute zum Geburtstag, mein Freund. Puste aus. Linda, ich bin enttäuscht. Du hast mir versprochen, du baust mir einen Knickspiegel. Hast du mir was mitgebracht zum Geburtstag? Nee, kein Geschenk, nicht. Sigi, ich hab was viel Besseres. Naja? Ich habe rausbekommen, wie das funktioniert mit dem Skype. Und heute rufen wir da in der Show an und dann kriegst du einen Song von der kleinen Brünetten. Ist das geil? Ein herzliches Willkommen aus dem BKA Hauptstadtstudio zu Impro im Netz, der Livestream-Show von Chaos Royale. Hier können Sie live mitbestimmen, was Sie sehen und hören werden. Schreiben Sie uns Ihre Ideen, Vorschläge, Wünsche, Träume und Hoffnung. Denn genau das sind die Inspirationen für das, was heute Abend auf dieser Bühne gespielt, gereimt oder gesungen wird. Doch erst einmal einen großen digitalen Applaus für die Moderatorin des heutigen Abends, Josephine Heilert. Hallo, hallo! Ah, es ist Montag und ihr seid wieder mit dabei. Herzlich willkommen, eine neue Woche, ein neuer Wochenstart, eine neue Folge Impro im Netz. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr Lieben da draußen vor euren Monitoren, herzlich willkommen hier zum besten Tag der Woche, zum besten Abend der Woche, Montagabend. Wir haben eine neue Ausgabe von Impro im Netz, dem Impro-Livestream hier live aus dem BKA-Theater Hauptstadtstudio. Wir sind Chaos Royal, die Impro-Gruppe hier in diesem wunderbaren Kreuzberger Theater. Für all diejenigen, die heute zum ersten Mal mit dabei sind, oh, es geht schon los, Anfang der Show, wir sind noch nicht mal eine Minute drin und schon hat die Moderatorin ihre Grammatik verloren. Das geht aber gut los. Also für all diejenigen unter euch, die heute zum ersten Mal dabei sind, willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Macht euch erstmal keine Gedanken, lehnt euch erstmal zurück. Es ist erstmal eine große Überforderung, vielleicht auch mal einen Livestream zu gucken. Aber das Gute ist, hier macht Livestream richtig Sinn. Denn wir sind eine Impro-Gruppe. Das bedeutet, wir sind immer angewiesen auf Inspirationen. Inspirationen von euch, unserem Publikum. Und dafür nutzen wir heute die Live-Chat-Funktion, die ihr alle habt. Bei eurem Facebook-Account oder auch wenn ihr bei YouTube heute streamt, habt ihr unten oder rechte Hand einen Live-Chat, in den ihr heute reinschreiben könnt. Denn wir brauchen eure Inspirationen, um hier Gedichte, Songs, ganze Geschichten zu erzählen. Wir freuen uns also sehr, gleich von euch zu lesen. Für all die WiederholungstäterInnen unter euch, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Schön, schön, schön. Ein Und bevor es hier gleich losgeht, bevor ich mich einmal hier zu unserem latent großen Monitor wende und euch begrüße, stelle ich euch wieder erst einmal alle diejenigen vor, die hinter den Kulissen sind oder auch rechter Hand, linke Hand neben mir auf der Bühne stehen. Erstmal einen großen Applaus. Ihr kennt ihn schon. Seinen Namen habt ihr so oft gehört und irgendwann seht ihr auch sein glorreiches Gesicht. Aber erst einmal einen großen Applaus im Chat, vor den Monitoren und hier auf der Bühne für Sven Ilfeld. Ist heute wieder durchs ganze BKA Hauptstadtstudio gerannt, denn er hat es ermöglicht. Wir sind heute mit 6 Kameras live und diese 6 Kameras, die steuert Sven hier von seiner Schaltzentrale und neben ihm sitzt eine glorreiche junge Dame und die steuert heute, sie lächelt immer so schön. Ich find, bei Julia kriegt man immer gute Laune, wenn Julia da ist. Julia steuert heute unser Licht und ist für euch im Live-Chat. Ein großer Applaus für Julia! Für euch
Zeit, gleich mal die Chatfunktion auszutesten, zu schauen, was ihr für wunderbare Emojis findet, um eure Freude darüber zu veräußern, dass Sven und Julia wieder dabei sind. Werdet also kreativ, schickt uns Emojis für Sven und für Julia und für diesen Mann. Den Mann, den ohne den die Moderatorin grundsätzlich nie das Haus verlässt. Einen großen Applaus für Mr. Piano Reeves. Und diese beiden Menschen stelle ich gleich vor, die bei mir linke Hand stehen, für euch ausgesehen rechts. Aber erstmal stelle ich euch vor, denn ihr seid hier im Chat und da geht's schon los. Julia wird hier geschrieben, Casual Bitch ist dabei. Oh wow, was für ein festliches Outfit, Fine. Vielen Dank, Casual Bitch. Ich darf verraten, das ist aus der Schneiderei meiner Mutter. Also meine Mutter ist nicht gelernte Schneiderin, aber glorreich begabt an der Nähmaschine. Ich weiß, meine Mom guckt immer zu, deswegen, hallo Mama, ich grüße dich. Ich habe heute wieder deine Overall an. Also mal einen großen Applaus für meine Mom, auch virtuell gerne im Chat oder analog. Nabend allerseits schreibt Axel Ander. Jetzt kann die Woche starten, das finde ich auch. Schön, dass du wieder dabei bist. Wer ist noch dabei? Katharina Cilevi schickt schöne, wenn ich jetzt wüsste, das ist immer so schwierig. Ich sehe das Emoji und dann muss ich beschreiben, aber ihr seht es ja auch. Ihr seht ja, was es ist. Diese Wundertüten. Wunderbar. Dani ist auch dabei, Max ist dabei, Homi ist da und Jule. Vielen Dank für die Herzen, liebe Jule. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Auch für all diejenigen, die neu hier sind im Chat, traut euch ruhig, was reinzuschreiben. Hier ist alles richtig, nichts ist falsch. Ihr dürft immer schön den Chat benutzen, denn wir brauchen ganz dringend eure Inspiration heute an diesem Abend. Denn ohne euch keine Impro-Show. Und ich würde sagen, lasst uns doch mal langsam die Impro-Show beginnen. Denn die zwei da hinten scharren schon mit den Hufen. Die wollen auf die Bühne, deswegen zeige ich sie euch jetzt. Einen großen Applaus für die SpielerInnen des heutigen Abends. Konstanze Kromer und Julia Wolfschläger. Leute da draußen, schön, dass ihr da seid. Es ist für uns immer sehr toll, montags noch Theater machen zu können. Ja, vielen Dank, dass wir das machen können und euch einen wunderschönen Start in die Woche mit Power, Energie und Freude. Und wir werden unser Bestes geben, dass er auch unterhaltsam wird. Oh ja. Der Montagabend. Yes, we do. Wunderbar, macht euch schon mal an der Seite bequem, ihr zwei. Dann kannst du uns schon... Mein Gott, heute ist schwer mit meiner Grammatik. Vielen Dank, Sven, für diesen lieben Kommentar. Das ist übrigens mein Lieblingssound, den Sven so machen kann. Den macht er übrigens, die Sounds macht Sven alle mit dem Mund. Also denkt nicht, dass er da irgendwie eine Maschine hat. Das sind alles seine, er würde mal sagen, seine stimmbandlichen Fähigkeiten, die er hier hat. Er ist einfach unfassbar begabt, dieser Herr Ehlenfeld. Er nickt schon. Ja, 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 er nickt. Also, was wollte ich sagen? Ach so, es kann schon losgehen, wollte ich sagen, denn wir sind in Runde Nummer 1. Aufwärmen. Aufwärmen. Das muss ich ein bisschen aufgewärmt werden. Diejenigen von euch, die häufiger dabei sind, wissen es. Wir machen eine kleine Warm-up-Runde. Heute möchte ich Dinge ein bisschen ändern. Wir wollen heute eine kleine andere Warm-up-Geschichte machen. Und zwar sehen wir sogenannte Freeze-Tags. Diejenigen unter euch, die schon Impro-Shows gesehen haben, kennen den Begriff vielleicht schon. Für all die, die ihn nicht kennen, ich erkläre ihn einmal kurz. Das bedeutet, wir spielen jetzt hier viele kleine, kurze Szenen, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben. Ich als Moderatorin werde immer bestimmen, wann eine neue Szene beginnt. Und jetzt brauche ich aber schon im Vornherein von euch Inspiration für die vielen kleinen, kurzen Szenen. Und deswegen werde ich zwei Klassikerspiele verbinden. Ja? Das Klassikerspiel auf der Improbühne Freeze Tags mit dem Klassiker Sonntag Abend bei Oma-Spiel Stadt, Land, Fluss. Ja? Also, ich würde gerne mal, Konstanze, komm mal bitte zu mir auf die Bühne. So, und ich brauche jetzt einen Buchstaben, deswegen sagst du jetzt, ne, du sagst jetzt A, dann sagst du nicht mehr weiter und irgendwann sage ich Stopp und der Buchstabe, bei dem wir angekommen sind, das ist unser Buchstabe. Also bitte. Okay, A. Stopp. L. L. L wie Lampe. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Konstanze. Ein großer Applaus für Konstanze Kromer. Mein Gott. Was ist sie begabt? So. Also das L. Das L wie Lampe, das L wie Ludwig, das L wie lasziv. Oh, das ist ein schweres Wort. Lasziv. Jetzt brauche ich Folgendes von euch. Das L ist jetzt unser Freund. Ich brauche von euch Berufe mit L. Orte mit L. Ich brauche Landschaften mit L. Autoren mit L. Und Gegenstände mit L.
Wenn ihr euch das nicht merken konntet, kein Problem. Ich sag's einfach nochmal. Ich brauche Orte mit L. Ich brauche Berufe. Ich brauche Landschaften, Autoren und oder Gegenstände. Wenn jetzt diese Freestacks laufen, schreibt ihr mir konstant alles, was euch zum Thema Gegenstände, Autoren, Landschaften, Berufe oder Orte einfällt mit L in den Chat. Und ich werde dann regelmäßig von euch ein Wort nehmen und dann muss es genau da weitergespielt werden. Wir beginnen also. Ich denke, es kann gleich losgehen. Es geht schon los. Also beginnen wir, wenn wir gemeinsam eingezählt haben. Oder, Constanze, was brauchst du? Ich wollte nur zufügen, dass L, also ein Ort, muss nicht unbedingt eine Stadt oder ein Land sein, sondern kann auch zum Beispiel der Keller oder der Lastwagen. Ja, aber der Keller beginnt schon nicht mit L. Ja, das stimmt. Der Leidenskeller vielleicht. Yes. Der Lagerraum. Der Leidenschaftskeller, der Lagerraum. Also ne, ihr seid bei Orten nicht eingeschränkt. Es muss nicht im Atlas zu finden sein, sondern es kann auch der Leller sein. Ja? Okay, seid ihr bereit? Yes. Wir beginnen mit dem ersten und zwar Lehrer. Lehrer wird der erste Freestag und es geht los mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Laszlo, ich bitte dich. Was? Du kannst... Ich bin hier. Ich bin pünktlich. Was willst du noch? Das ist gut, dass du es heute pünktlich geschafft hast zum Krisengespräch. Es ist nun mal so... Welche Krise? Die Krise, die die Klasse hat mit dir, Laszlo. Wieso Krise? Chill mal, Frau Schmidt. Ich weiß gar nichts von Krise. Du weißt nicht davon, dass sich die MitschülerInnen von dir bedroht fühlen? Stopp! Freeze! Löffel Fabrik! Bitte! Ja, schönen guten Tag, dass Sie hier sind. Das ist eine relativ simple Arbeit, ich erkläre das. Also, wir haben hier den Löfflinator 5000. Hier kommt das flüssige Metall raus. Sie nehmen Stanzform A, stanzen Ruf, lassen das dann weiter abkühlen, bis es hier ist. Dann nehmen Sie Gravurstift C, machen das GH rein für Gertrude Heinrich. Das ist die Gründerin von der Löffelindustrie. Und dann, zack, ist es eigentlich schon fertig. Wollen Sie es einmal probieren? Freeze! Leckerli! Ja, fein! Danke, das ist das tollste Weihnachtsgeschenk, was du mir je schenken könntest. Ja, komm! Warum kommt er denn nicht? Hier ist doch ein Leckerli! Susi? Ja, komm! Guck mal, was auf der Hundemarke steht. Er kommt ja nicht. Na komm. Komm. Geh. Ich bin dein Hund. Toll. Ja, der Hund ist jetzt deiner, weil es wird kein uns mehr geben. Freeze, Locher. Reichen Sie mir aber bitte den Locher, Herr Kopke. Freeze, bevor es weitergeht, bitte jetzt weiter in der Reihenfolge des Alphabets. Also die nächsten Sätze beginnen mit A, der nächste mit B, C und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Bitte. Aber selbstverständlich. Bitte, danke. Christus, Sie könnten auch einmal Ihren eigenen Kram mitbringen. Danke, habe ich gesagt. Eigentlich müsste ich Ihnen das gar nicht geben. Finden Sie den Ton gerade angemessen? Geht's noch? Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wo jetzt das Problem ist. Ja, das wissen Sie nie. Sie wissen ja nie irgendwas. Sie haben ja nicht mal Ihr eigenes Büromaterial dabei. Lavalampe. Also ich finde dieses Arrangement ziemlich toll. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Aber... das ist mir nicht 90er genug. Ich verstehen Sie, ich möchte... Freeze! Liebesperle! Ich bin blockiert. Aber wovon bist du denn blockiert? Freeze! Luxusliner! Luxusliner! Und ich möchte das Ganze bitte verorten, und zwar in den um die Jahrhundertwende, ja? Titanic! Belle!
habe dich überall gesucht. Lass mich. Wenn wir in Amerika sind, dann sind wir geschiedene Leute. Belle, bitte. Schau mir noch einmal in die Augen. Was willst du? Ich hatte vergessen, wie tiefblau deine sind. Patrick. Der Ozean ist nur halb so tief wie du. Deine Schönheit. Ich möchte in Amerika neu anfangen. Ich möchte neu anfangen mit dir. Patrick, es ist vorbei. Nein, sag das nicht. Ich habe diesen jungen Mann in der 3. Klasse kennengelernt, Patrick, und du wirst mich nicht trennen können. Welchen Mann? Den blonden Schönling? Ja, der im Heizkessel. Stuart! Stuart! Patrick, was hast du vor? Nehmen Sie dies. Es gehört Ihnen, wenn Sie mir diesen blonden Schönling, Jack, aus der 3. Klasse herbringen. Hier direkt an die Reling. Hör zu, Freeze! Leberkäse. Jo, Moment. Bitteschön, und wie geht's zu Hause? Alois. Warte, es ist fein, wunderbar. Wir hatten sehr wunderschöne Weihnachten. Familie war da, Opa war da. Aber dann, das Dilemma ist es jedes Mal, dass meine verdatterte Kuh kriegt's nicht hin mit der Gans. Aber Gott sei Dank. Leberkäse geht immer. Ich hab ja einen kleinen Backen von dir im Kühlschrank, der hol ich einfach raus und mach's mir dann bequem. Warum kommst du dann einfach jeden Tag her, wenn's im Kühlschrank hast? Weil von dir, das ist mit dem süßen Senf in die frischen Semmeln, das ist ein Gedicht. Das kriegt's aus einfach nicht hin. Ja? Du, Huber, ich sag's dir. So von Mann zu Mann. Ah, ja. Da Leberkäse, was das alles? Ist für mich der Grund, morgens aufzustehen. Ohne den, da würde ich liegen bleiben. Ganzen Tag, die ganzen Wochen würde ich das. Freeze, und der Metzger singt ein Lied über den Leberkäse. Der Metzger. Ah, Ecke. Mein Leberkäse, der ist richtig gut. Ich gebe überall meinen Senf dazu, das macht den Leuten Mut. Ich hab die Weisheit mit Löffeln gefressen, das ist famos. Denn ohne Leberkäse ist hier im Hintertupfen gar nichts los. Dankeschön, bis dahin! Oh, wunderbar, vielen Dank für eure schönen Eingaben. Ich habe sehr gelacht. Ich wollte noch viel mehr nehmen. Läuse-Shampoo war toll, Lakritzschnecke. Es kam sehr viel Lederpeitsche. Lederpeitsche wurde oft gesagt, da muss wohl irgendein Bedürfnis gestillt werden. Vielleicht beim nächsten Mal. Die Lederpeitsche, aber jetzt sind wir schon in der nächsten Runde. Und die nächste Runde nenne ich Sei zu Gast. Vielen Dank, Sven. Sei zu Gast. Erstmal gucke ich noch ganz kurz, bevor es weitergeht. Super gespielt, klasse. Diese Lavalampen-Eskalation, nice. Schreibt Robin, wunderbar. Labertasche, ach Frank ist noch dabei. Labertasche ist auch ein toller Gegenstand. Ah, wunderbar. Homi schreibt super, wuhu. René schreibt Chapeau. Ach, ich muss so kurz überlegen, was es bedeutet. Chapeau. Vielen Dank, lieber René. Lissa schreibt, Tobi, einfach Laberlampen-Fan Nummer 1. Auch hier, wir haben noch mal gesagt, du müsstest Capri-Sonne Werbung machen. Jetzt wäre eigentlich Capri-Sonne und Lavalampe. Mein Gott, du bist einfach eine wandelnde Werbetafel. Litfaßsäule. Die werden ja abgeschafft. Vielleicht kannst du dich einfach in die Stadt stellen und dich drehen. Okay, so, wunderbar. Wie geht's weiter? Sei hier Gast. Ach, richtig. Katharina, Kathi, schön, dass du drauf kommst. Du bringst mich zurück als Moderation in den Fokus, denn wir haben ja jemanden zu Gast hier. Und diejenige ist hier eigentlich sonst zu Hause, im Moment bei sich zu Hause und gleichzeitig auch bei uns. Die Wunder der Technik machen es möglich. Einen großen Applaus für unsere Gästin des heutigen Abends, Jana Kotzeba. Hey! Oh nein! Und dann geht's schon los!
geht schon das, ach doch nicht, okay. Da geht schon das los, was wir heute, Jana, ich liebkose dich, obwohl du eingefroren bist. Jetzt ist Jana wieder, Jana bewegt sich wieder. Wir hatten heute etwas Schwierigkeiten. Hallo Jana, hallo, hallo. Wie geht's dir? Oh. Mir geht's super, ich friere immer wieder ein. Ja, wir sehen es auch. Wir hatten heute eine kleine technische Probe und da ist es uns auch einmal passiert. Ich muss noch mal sagen, Deutschland, ich richte mich jetzt an dich, liebes Deutschland. Was ist los mit dem Internet? Was ist los mit den WLAN-Leitungen dieses Landes? Warum kann es angehen, dass eine Frau, die hier in Berlin sitzt, es nicht schafft, hier in Berlin mit Hilfe einer WLAN-Leitung nicht einfrierend auf der Bühne zu agieren? Deutschland, ich möchte, dass sich das ändert. Das ist mein Wunsch für 2021. Unter vielen anderen Wünschen, aber dieser Wunsch ist auch mit dabei. Jana, wir hatten gehofft, dass es jetzt nicht nochmal passiert. Es wird jetzt auch nicht nochmal passieren. Ich erinnere mich auch noch, Sven hatte gesagt nach der Probe, wieso, Jana wird nachher nicht mehr einfrieren. Das wird schon funktionieren. Ja, Sven, vielen Dank auch. Wenn Sven das sagt, dann ist das so. Jetzt funktioniert es auch. Sven, bleib mal positiv und denke bitte an Flüssigkeiten. An Dinge, die fließen. Nicht stehen, sondern fließen. Nichts Eingefrorenes. Okay, Jana, wie geht's dir? Mir geht's super jetzt, wo ich euch sehe. Ja, ich hoffe, es geht euch auch gut. Uns geht's auch gut. Den Umständen... Ach, mein Gott, was ist heute los? Ich fahre einfach ein bisschen runter. Den Umständen entsprechend geht es uns heute gut. Vor allem, weil wir dich sehen und wieder auf der Bühne haben. Jana? Ja? Ich habe mir Folgendes überlegt und das teile ich jetzt mit dir. Ich möchte, dass es jetzt auf der Bühne poetisch wird. Und ich sehe, dass deine Augen sich weiten. Ich möchte, dass es poetisch wird. Ich möchte euch drei herausfordern, dass ihr hier ein Gedicht gemeinsam reimt. Folgende Aufgabe gebe ich euch. Jeder von euch darf nur eine Zeile sprechen, nacheinander, ja? Es geht immer reihum, aber jeder von euch nur eine Zeile und das Ganze natürlich gereimt, ist ja völlig klar. Nehmt ihr diese Herausforderung an? Ja. Ja, klaro. Wunderbar, okay. Dann brauche ich jetzt von euch, liebe ZuschauerInnen, von euch brauche ich einen Titel. Ein Titel von einem Gedicht, den es noch nicht gibt oder das Gedicht, das gibt es noch nicht. Und ich brauche einen Titel, bei dem ihr denkt, da hätte ich Lust, ein längeres Gedicht zu hören. Wenn ich diesen Titel lese, dann würde ich das Kleingedruckte darunter auch noch weiterlesen. Was für ein Titel fällt euch da ein? Wir schalten mal kurz zurück in den Chat-WLAN-Leitung. Ja, ja, ja. Mask Memories. Du hast wahrscheinlich das gleiche Problem. Oder haben wir nicht immer mal das gleiche Problem? Ohne LAN-Kabel geht bei mir nichts. Und ich wohne in Friedrichshain. Was ist da los? Wo sind die Glasfaserkabel? So, dieses Internet wird sich eh nicht durchsetzen, schreibt Jule. Das Internet ist Neuland. Wow, wir sind uns alle sehr einig, schreibt Captain Blitz. Oliver schreibt, ihr müsst das WLAN-Kabel aus dem Fernseher raus und wieder reinstecken. Ja, ich weiß nicht, dann sind wir, ich weiß nicht, ich möchte nirgendwo ein Kabel rausziehen und wieder reinstecken. Nicht, dass uns dann hier alles auseinanderbricht. So, Daniel und der kalte Kaffee, schreibt Corinna, das ist ein schöner Titel. Bibo schreibt, der musikalische Lampenschirm, ihr seid noch bei L-Gegenständen, sehr schön. Das Runde muss ins Eckige, schreibt Dirk, Romantik in der Isolation. Rei Dampfer Romanze, schreibt Felix, wow, was schön, Rei Dampfer Romanze. Den Palmen so nah, schreibt Homi. Schachbrett auf Abwägen, schreibt Disti und Mademoiselle Teresa schreibt Schneefall in Berlin. Schneefall in Berlin, das Neuland in Deutschland. Romantik in der Isolation, Schneefall in Berlin wird es nochmal gesagt. Au ja, Schneefall in Berlin. Au ja, schreibt jemand. Okay, wenn ihr sagt au ja, dann sage ich Schneefall in Berlin. Das wird der Titel unseres Gedichtes. Eindeutig eine Publikumsentscheidung. Schneefall in Berlin. Ja? Eine Zeile nach der anderen. Gereimt, gemeinsam. Seid ihr bereit? Yes. Ja. Ihr seid bereit? Wunderbar. Jana ist bereit? Jana ist bereit. Gut, gut, gut. Sie nickt, sie nickt. Dann geht's los mit 5, 4, 3, 2, 1, los. An diesem Morgen schlug ich meine Augen auf. Ich machte mich fertig zum Dauerlauf. Da blickte ich aus meinem Fenster und dachte mir, es wird ganz finster.
Es ist dort draußen so ein Wetter. Ach, wär's nicht drinnen vielleicht netter? Doch der Dauerlauf, der muss sein. Drum spring ich in die Schuhe rein. Und raus aus der Tür und raus aus dem Haus. Doch steh ich dort und was, oh Graus? Seh ich da, ist das etwa Eis? Mir wird es warm, mir wird es heiß. Langsam mach ich Schritt für Schritt. Und ich acht auf jeden Tritt. Da, eine Flocke auf der Nase. Die ich mit meinem Atem hinfortblase. Doch jetzt, da werden's immer mehr. Ich glaube es kaum, ich freue mich sehr. Mein Herz, es geht weit auf. Bei diesem Dauerlauf. Dankeschön, bis dahin! Jana Kurzimmer! Konstanze Kroma und Tobias Weischläger! Ah, sehr schön! Ihr Lieben, habt ihr noch Worte an die liebe Jana, bevor sie wieder weg ist? Konstanze, was willst du sagen? Jana, was wollt ihr sagen? Ich möchte unbedingt bald wieder mal mit dir analog spielen. Ja. Ich möchte auch wieder mit dir spielen. Irgendwann wird das hier demnächst passieren, ja. Dieses Jahr noch. So ist es. Wir freuen uns drauf. So ist ja. es. Ja. Und solange müssen wir das digital machen, jeden Montag. Jeden Montag. Geil, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, liebe Jana. Und speaking of, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt von uns News und neueste Neuigkeiten, dann folgt uns auf den sozialen Medien, folgt uns auf Instagram Chaos-Royal, folgt uns auf Facebook Chaos-Royal oder besucht unsere Internetseite www.chaos-royal.com. Da könnt ihr auch alle vergangenen Streams der letzten Wochen und Monate immer und immer wieder nachschauen, auch diesen glorreichen Stream mit der wunderbaren Jana. Jana, was machst du heute Abend noch? Ich gucke jetzt erstmal noch den Stream zu Ende. Sehr gut. Und sehr dann gut. Rufe ich ein paar Kollegen an, die Karin und die Beate. Und dann werden wir mal das besprechen, wie das so war. Dann macht ihr eine kleine Feedback-Runde. Sehr gut. Ich hoffe, ich Sie lassen. Ich freue mich auf euch. Ich finde es ganz toll, dass ihr durchhaltet und dabei bleibt. Und wir freuen uns, dass wir euch immer wieder alle dazuschalten können. Ganz liebe Grüße an dich, Jana. Ciao. Tschüss. Ah. Die Wunder der Technik machen es möglich. Herr Ihlenfeld macht es möglich. Frau Fendesack macht es möglich. Und das BKA-Theater macht es möglich. Speaking of, das BKA-Theater macht es möglich. Um hier diese ganzen Livestreams möglich zu machen, brauchen wir natürlich auch ein bisschen, ich will mal sagen, monetäre Unterstützung. Also, wenn ihr möchtet, dann kauft Antivirus-Livestream-Tickets. Hier unten ist wieder der formschöner Reiter gleich eingeblendet. Da könnt ihr unter www.bka-theater.de/aktuelles Antivirus-Livestream-Tickets kaufen. Auch jetzt noch für diese Show und für alle kommenden Streams, die auch noch auf dem Spielplan stehen des BKA-Theaters. Oder ihr könnt frei gewählte Beträge über PayPal spenden. Tut das also sehr gerne. Wenn ihr den ein oder anderen Taler übrig habt, dann freuen wir uns die Kultur, die Kunst und das BKA Hauptstadtstudio freuen sich darüber, über eure Spenden und Unterstützung. Unglaublich, was Sven alles mit seinem Mund machen kann. Unglaublich. So, wir sind in der nächsten Runde, die Runde Nummer 3. Und diese Runde nenne ich Zurück zum Anfang. Zurück zum Anfang. Wir setzen nochmal alles auf Null und ihr erinnert euch mal, was ihr für Szenen in den Freeze-Tags gesehen habt. Ihr erinnert euch noch an unsere kleine Stadt-Land-Fluss-Meets-Abklatsch-Impro-Session am Anfang, was ihr da für Szenen gesehen habt. Alles, was euch jetzt noch einfällt, Figuren, Orte, Situationen, die euch in Erinnerung geblieben sind, bei denen ihr unbedingt wissen wollt,
wie es weitergeht. Wir können also jetzt einer Geschichte, die wir in den Freeze-Tags angespielt haben, einer Figur folgen, und zwar in einer etwas längeren Szene. Schreibt mir mal bitte in den Chat, was ihr noch in Erinnerung habt. Und da schreibt schon Lissa eine tolle Art der Wertschätzung. Lasst euch besingen und ruft an. Oha, ach Lissa, bist du schon bei unserem Skype? Hat Julia etwa schon eine Erinnerung reingeschickt? Wunderbar, ja. Denn das ist sehr gut. Julia zeigt schon den Daumen nach oben. Mein Gott, wie die immer mitdenkt. Wie Julia immer mitdenkt. Großartig. Am Ende der Show könnt ihr nämlich via Skype wieder bei uns anrufen. Also macht eure Skype-Accounts klar. Und dann könnt ihr am Ende der Show euch wieder besingen lassen. Lissa wurde schon mal von uns besungen. Und offensichtlich hält sie es immer noch in ihrem Herzen. Da freuen wir uns sehr, liebe Lissa. Grüße an dich. Wahrscheinlich wieder nach München. Lissa war in München, gell? Richtig. Liebe Grüße an dich. Und wer Lust hat, am Ende der Show anzurufen, ruft gerne an. Jetzt geht's los. Wow. Der Luxus-Liner mit Patrick und Jack-Konfrontation. Liebeskugeln. Laszlo, wer war Laszlo? Ach so, Laszlo war der Schüler in der ersten Szene. Sehr gut. Der Luxus-Liner mit Patrick und Konfrontation. Laszlo, ja, wird geschrieben. Laszlo, einigt ihr euch auf Laszlo? Schreibt mir auch gerne noch mal Feedback zu. Ja, möchte ich auch sehen. Dann habe ich so ein bisschen so ein kleines Stimmungsbarometer hier im Chat und weiß, was ihr gerne sehen möchtet. Laszlo, ja, schreibt René. Liebeskugeln, so zweimal Liebeskugeln. Was war denn das? War nur ganz kurz drin in der Szene. So, Liebeskugeln wird nochmal geschrieben. Laszlo oder die Liebeskugeln? Locher. Locher ist auch schön. Ich bin so froh, dass mein lieber Piano Reeves hier die ganze Zeit schöne Musik für mich macht, währenddessen ich mein Gehirn auf Hochleistungen bringe, um eine Entscheidung zu treffen, welche Szene wir jetzt sehen. Laszlo, es kommt nochmal Laszlo. Okay, gut. Laszlo wird es werden. Wir folgen Laszlo. Ein Problemschüler offensichtlich. In welcher Klasse er ist, werden wir gleich herausfinden. Braucht ihr noch irgendeine Inspiration für diese Szene, die ich euch von unserem Publikum einholen darf? Auf wen trifft Laszlo? Wunderbar, eine schöne, schöne Frage. Wir hatten ihn in der ersten Szene gesehen mit seiner Lehrerin, aber auf wen trifft Laszlo jetzt in der nächsten Szene? Der Beginn unserer kleinen längeren Reise mit Laszlo, auf welche Figur trifft er jetzt in seinem Leben? Schreibt mir das gerne mal in den Chat, Laszlo und die Liebeskugeln. Schreibt Lissa. Schön, schön, schön. Was soll ich dazu sagen? Schön, schön, schön. Zwei Sachen miteinander verbunden. Das ist schon eine Grundregel von Impro. Lissa, du hast schon so oft zugesehen, du hast schon total den Impro-Spirit. Metzgerin. Ja, achso, auf die Metzgerin. Er trifft auf einen Hausmeister, auf eine Metzgerin, auf einen Hausmeister, auf Heidi, auf sein Kind aus der Zukunft, auf den Grinch. Berufsberatung, Hausmeister. Komm, nochmal Hausmeister. Na, dann wird es der Hausmeister. Sehr schön. Laszlo trifft in unserer ersten Szene jetzt auf den Hausmeister. Und wie es mit ihm weitergeht, das werden wir sehen. Das finden wir heraus, denn das ist Impro. Wir gehen los mit 5, 4, 3, 2, 1, los. Boah, ey. Ey. Warten. Ich soll so arbeiten. Hier. Ah, bist du Laszlo? Ja. Ah ja. Komm mal rin. Komm mal rin in meine Hausmeister. Dauert das lange? Sei ehrlich. Ich muss das checken. Ich werde nicht mit dir diskutieren. Hey, Walla, das dauert bestimmt voll ewig. Ich melde mich nachher. Kann einfach auch deiner Lehrerin sagen, dass da Arbeitsverweigerung war. Hey, nee, ich wollte also, yo, nee. Damit das mal klar ist. Ich Status um, du Status unten. Was ist ein Status? Mhm. Kannst du mal googeln. Wow. Verstehe. Also, pass auf, mein Freund. Es gibt in dem Zimmer von der 8C. Ey, das ist von Kevin. Ich gehe nicht in seinen Kevin-Raum. Kannst du noch mal googeln, was Status war? Okay, ich gehe in Kevin seinen Raum. Da müssten wir jetzt mal die Glühbirnen austauschen. Und wir müssen die Fenster so installieren, dass man sie öffnen kann. Schnitt,
Wir sind im Klassenraum, wir sehen Laszlo im Klassenraum, wie er die ersten Glühbirnen einschraubt. Konfrontation mit Kevin. Ha! Was machst du denn hier? Glühbirne. Musst du nachsitzen oder was? Wieso machst du nur die Glühbirnen? Weil ich Status habe. Was ist denn das? Ja, google mal. Bist du jetzt Hausmeister oder was? Nee. Selber Hausmeister, Kind? Na und? Ey. Siehst du die Birne? Hm? Die habe ich reingeschraubt und ich schraub dich in den Boden, wenn du willst, okay? Bitte nicht. Bitte schraub mich nicht in die in den Boden. Ist okay. Sorry. Was? Sorry, ich habe zu viel Status. Hör mal, lass los. Was? Ich fänd's gut, wenn du deinen Kollegen sagen würdest, wenn ich in die Schule komme, dass sie mich nicht mehr attackieren. Ja, dann darfst du halt kein Opfer sein. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Opfer. Mann, ich hab dir gerade erklärt, du musst Status haben, Mann. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, du stehst da wie ein Hemd. Geht nicht. Komm. Ja, aua. Kevin. Ja. Komm. Ich bin da. Machst du Beine breit? Machst du Kreuz? Bist du Bär, weißt du? Genau. Jetzt lauf wie Löwe. Laszlo, weißt du, aus einer Rose kann man keine Sonnenblume machen. Aber beides sind Blumen, die blühen. Ich bin wohl eher ein Gänseblümchen, aber ich blühe trotzdem. Vielleicht bist du die Rose und hast Dorn und man kann sich an dir pieksen. Aber wir sind beide einfach... Was? Kannst du nicht einfach nett zu mir sein, ohne dass ich Löwe bin? Okay, Kevin. Pass auf. Ich check das mit den Jungs, ja? Aber komm nicht wieder an mit Rose und so. Okay? Okay. Danke. Dafür schraubst du mir jetzt die Lampe ein hier. Na klar. Das ist 40 Watt. Kein Problem. Und aus Kevin und Laszlo wurden... die engsten Freunde, die Berlin-Neukölln je gesehen hatte. Aua. Sie waren einander Trauzeugen, beste Freunde, Vertraute. Hey, Laszlo! Ja? Weißt du noch, damals? Ja. Kurz vor der Pandemie. Kevin. Wir haben es überlebt. Das haben wir. Aber ohne dich... hätte ich es nicht geschafft. Und ich ohne dich auch nicht. Dankeschön. Bis dahin. Konstanze Krummer und Tobias Obolschläger. In der Geschichte von Laszlo und Kevin. Das war quasi der Titel der Geschichte. Laszlo und Kevin. Nicht Laszlo und die... Huch, was ist? Ruft jetzt schon jemand an? Das ist zu früh. Warum ruft jetzt schon jemand an? Was? Okay. Oh, entschuldigt, ihr Lieben. Ihr habt, glaube ich, zu früh angerufen. Hallo? Aber jetzt müssten wir doch eigentlich drinnen sein. Ihr seid drinnen. Was ist das? Ihr seid drin? Könnt ihr mich hören? Hallo, guck mal, hier. Günther ist das, ne? Ja. Seid ihr zu zweit? Ja. Oh, ich, hallo? Könnt ihr mich hören? Günther, hast du dein Mikrofon an? Hast du es an? Kannst du mich verstehen? Günther? Das ist jetzt wieder, hallo? Ja, also ich kann... Können Sie uns hören? Ich kann dich hören, Günther. Ich kann dich hören, aber du hörst mich nicht. Du musst ganz dringend dein Mikrofon anmachen und mach mal den Stream aus. Also,
Das ist mein Freund Sigi. Ah ja, okay. Hallo Sigi. Und der hat Geburtstag. Oh, alles Gute zum Geburtstag. Das ist ja schön. Sag mal was. Ja, er wünscht sich auf jeden Fall einen Song von dir. Au. Falls du das kannst. Das ist ja lieb, aber wir sind doch gar nicht so weit. Ach, guck mal, da ist ganz clean. Günther, du kannst mich sehen, ne? Oh, hör mal die nicht. Ihr könnt mich immer noch nicht hören. Jungs, ihr Lieben, es ist noch nicht die Zeit. Ruft später nochmal an. Ihr seid zu früh. Warte mal. Nee, das bringt es auch nichts. Ans Ohr halten bringt nichts. Dann hörst du mich nicht besser. Günther, nicht den Livestream angucken. Das ist ganz wichtig. Mach den Livestream aus, Günther. Hörst du mich? Die hören mich nicht. Die hören mich nicht. Es ist schwierig. Sven, was machen wir jetzt, wenn er uns nicht hört? Ich weiß. Wir müssen. Oh, jetzt sind sie weg. Oha, oh nein. Oh Mann. Erstmal einen großen Applaus für Günther. Günther, wenn du uns noch hörst. Offensichtlich. Hat Günther und Sigi hieß er, ne? Ja. Sigi. Ja, beide habt leider nur den Livestream gehört und hattet euer Mikrofon nicht an. Aber perfekt. Das ist schon mal für euch gut. Alle ZuschauerInnen da draußen, die am Ende der Show dann beim Skype-Call anrufen, jetzt noch nicht, sondern später, ganz wichtig, macht euren Stream aus, macht eure Kamera an und euer Mikrofon an. Dann hören wir uns nämlich gegenseitig und den Stream ganz dringend ausmachen, weil sonst haben wir immer so ein Delay, so eine Rückkopplung. Das hat jetzt bei Sigi und Günther nicht so gut funktioniert. Ihr beiden, Sigi, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Geburtstag. Leider bin ich heute gar nicht zuständig, einen Song zu singen, aber ich weiß nicht, vielleicht nächstes Mal. Da würde ich mich freuen. Aber erstmal liebe Grüße an Sigi. Alles Gute zum Geburtstag. Mann, schade. Wirklich schade, dass das jetzt nicht geklappt hat. Ich hätte die beiden so gerne kennengelernt. Sie kommen mir unglaublich vertraut vor. Ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwas in mir fühlt sich zugehörig. Das ist verrückt. Ich fühle mich so verbunden mit euch, unserem Publikum. So, jetzt geht's aber weiter. Wir sind in der nächsten Runde. Und die nenne ich natürlich getreu dieser Runde Diktatorenrunde. Denn wir spielen jetzt ein kleines Spiel, bei dem ich wieder die ganze Dramaturgie in der Hand habe. Ich erkläre euch gleich, wie es läuft. Aber erstmal, haha, grandios. Wunderschön gespielt. Wie gespielt, Casual Bitch? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also ist ja alles improvisiert hier auf der Bühne. Wie kommst du denn darauf? So, Sigi und Günther sollten mal zur Show kommen. Ich finde auch, sobald hier wieder Leute rein dürfen, würde ich sagen, sollten Sigi, Günther, ich sage jetzt mal Folgendes. Wir schenken euch Freikarten. Dafür, dass es heute nicht geklappt hat, ihr bekommt Karten von uns. Ihr könnt in der ersten Reihe sitzen, null Problemo. Dieses deutsche Internet zerstört Geburtstage. René, was soll man sagen? Es kann nur besser werden. So, wir sind aber jetzt in der nächsten Runde. Diktatorenrunde, deshalb, weil ich natürlich wieder die Fäden in der Hand halte. Ich habe die alleinige Gewalt über die Dramaturgie dieser nächsten Szene. Neue Wahl werde ich immer wieder sagen. Und wenn ich neue Wahl aus dem Off rufe, dann müsst ihr aus eurer Figur heraus eine neue Wahl treffen, ein neues Angebot machen. Ja? Ihr spielt also eure Szene ganz normal. Ich werde immer wieder sagen, stopp, neue Wahl. Und ihr müsst ein ganz neues Angebot machen. Und wir sehen, wo uns diese ganze Szenerie hinführt. Und dafür brauche ich von euch beiden zwei Personen. Zwei Personen, die jetzt aufeinandertreffen. Welche beiden Figuren möchtet ihr jetzt sehen? Ein Verhältnis vielleicht zwischen zwei Menschen, beruflich oder privat? Wer soll jetzt hier auf der Bühne aufeinandertreffen in unserer kleinen Diktatorenrunde? Weiter geht's. Alles super. Für Freikarten würde ich auch anrufen. Na, Katharine oder Catherine. Anrufen. Natürlich anrufen. Nachher. Sonst immer, wenn ihr anruft. Noch nicht jetzt natürlich. Noch nicht jetzt. Unsere Skype-Runde kommt noch. Ich sage euch rechtzeitig vorher Bescheid. Gesucht zwei Personen, die aufeinandertreffen. Vielen Dank, Julia, für dein schnelles Tippen. Mein Gott, die tippt schneller, als die Polizei erlaubt. Gut, jetzt geht's los. Lumpensammler und Dealer. Angela Merkel. Batman. Die heimliche Geliebte und Fremdgeher, schreibt Casual Bitch. Oliver ist noch bei Laszlo. Laszlo und der Leberkäse-Liebhaber, ja, ich habe Laszlo auch ein bisschen ins Herz geschossen. Monika unterwegs schreibt, Trump und Biden wäre lustig. Daniel Ruh schreibt, Mitbewohner. Rosemarie schreibt, dick und doof. Oh, es geht schnell. Fitnesstrainer und Amateursportler sagt Jule. Rotkäppchen und der Wolf. Pittiplatsch schreibt Anna. Und Homi schreibt Kassierer und Kundin, Laszlo und Friedrich Merz. Wow, Laszlo habt ihr jetzt wirklich ein neues Herz geschlossen, nicht wahr? Ex-Frau,
Chef und Ex-Frau schreibt Michael Hempels, auch ein schöner Beitrag. Eifriger Peter Pan und grimmiger Opi. Katharina schreibt Trump und Laszlo. Mein Gott, wahrscheinlich wegen Diktatorenrunde, ne? Da geht's dann los mit Merz und Trump. Ja, da kommt natürlich eure ganze Fantasie in Lauf. Diktator und seine verschwundene Mutter. Proktologin und Metzgerin, schreibt René. Rewe-Verkäuferin und Lidl-Verkäufer. Also, der Esel und das Gold. Super, super schöne Vorschläge. Der bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist tatsächlich Rotkäppchen und der Wolf. Ich würde tatsächlich gerne Rotkäppchen und der Wolf einmal nehmen. Wir steigen mal hier in das Märchen ein und wir werden sehen, wie wir das Ganze jetzt hier sehen. Wundert euch nicht, warum ich hier auf die Seite gucke. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Jetzt geht hier an der Seite, das könnt ihr nicht sehen, in unserem Off, in unserer Wunderkugel hier am Rand, ein reges Treiben los, denn wir haben hier so ein paar Jacken und Accessoires und solange wie sich die beiden noch anziehen und sich ein bisschen vorbereiten auf Rotkäppchen und der Wolf, werde ich noch ein bisschen Zeit überbrücken. Und in der Zeit kann ich euch nochmal sagen, kauft Antivirus-Livestream-Tickets. Freie Beträge über PayPal könnt ihr immer noch ans BKA-Theater spenden. Jederzeit 24/7. Die Wunder der Technik machen es möglich. Folgt uns auf Instagram und auf den sozialen Medien. Da freuen wir uns sehr drüber. Und stattet doch gerne mal unserer Homepage www.chaos-royal.com einen kleinen Besuch ab. Das ist noch eine vorläufige Internetseite, aber schon in allem funktionsfähig und glorreich. Sie wird noch glorreicher. Wir sind in Arbeit. Spätestens im Frühling haben wir unsere brandneue Internetseite da am Start. Aber alles Wichtige findet ihr jetzt schon auf unserer vorläufigen Seite. Auch alle Streams der letzten Wochen und Monate, wenn ihr also diesen Stream verpasst haben solltet oder nicht ganz angefangen habt zu sehen, könnt ihr den noch auf unserer Internetseite finden und alle anderen Streams auch noch. Sehr gut. Pettersen und Findus, schreibt Rosemarie, auch sehr schön. Tobi der Wolf. Woher weißt du, dass Tobi der Wolf wird? Casual Bitch, wie er schon lächelt. Lass dich überraschen. In 5, 4, 3, 2, 1, los! Na, 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 na. Oh, das sind aber schöne Blumen. Hallo. Ah? Hallo. Oh. Hey, wow, hi, Wolf. Hi, Rotkäppchen. Hey. Lange nicht gesehen. Ich bin aber echt nur so ein ganz kleines Stückchen vom Wege ab. Stopp, neue Wahl. Ich bin ganz schön weit vom Weg ab. Ich weiß. Willst du die Oma besuchen jetzt, wo es wieder möglich ist, hä? Woher weißt du das, Wolf? Ich lese Nachrichten. Stopp, neue Wahl. Ich hab das in meiner Kristallkugel gesehen. Stopp, neue Wahl. Ich hab eine Tagesspiegel-App. Wow, ja, ich bin der erste offizielle Besuch dieses Jahr. Rotkäppchen. Was? Was ist mit deinem roten Käppchen passiert? Oh, ich hab's verloren auf dem Weg. Stopp, neue Wahl. Ich hatte solchen Hunger, ich musste es essen. Stopp, neue Wahl. Ich habe keinen Bock mehr, rote Kappen zu tragen. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf Kopfbedeckung. Ich bin für Freiheit! Wow. Ups. Rotkäppchen. Du hast ja wunderschöne Haare. Ja. Bei mir wird das Fell immer dünner. Stopp. Neue Wahl. Ich hab auch eine Mordsmatte. Stimmt. Darf ich die mal anfassen? Na klar. Stopp. Neue Wahl. Nein, niemals. Ich habe eine Rotkäppchenallergie. Okay. Wow, warum suchst du dann meine Nähe? Ich bin sadomasochistisch veranlagt. Stopp. Neue Wahl. Ich habe niemanden im Wald, mit dem ich reden kann. Ach Gott. Außerdem habe ich ja gar kein Rotkäppchen mehr auf. Du kannst mich auch Ursula nennen. Ursula? Ja, es ist mein eigentlicher Name. Stopp, weiß noch neue Wahl. Ja, der ist mir so eingefallen. Ursula. Keiner hat mir bisher einen richtigen Namen gegeben. Wäre doch schön, Ursula. Ja, ich heiße Wolfram. Ach, hi. Darf ich dich vielleicht auch Wolfi nennen? Klar. Okay, willst du ein Stück des Weges mit mir? Ja. Sind wir jetzt Freunde oder so? Ich weiß nicht. Stopp, neue Wahl. Nee, auf gar keinen Fall. Stopp, neue Wahl. Auf jeden Fall. Wow. Also, ich muss dir was gestehen. Ja, was denn? Also, es gab in letzter Zeit wenig zu essen und darum deine Oma, also, Was willst du mir sagen, Wolfi? Deine Oma, die gibt's nicht mehr.
Tut mir leid. What? Entschuldigung, du hast sie fast ein halbes Jahr nicht besucht. Ich wusste doch gar nicht, dass sie irgendwie noch... Aber Wolfi! Ich meine, eine Großmutter, da ist doch auch gar nichts mehr dran. Hast du sie noch alle? Meine Großmutter, ich hab sie so lange nicht gesehen. What the fuck? Okay. Schlink, mein Opinel. Stopp, oh, neue Wahl. Mit dieser Gabel. Stopp, neue Wahl. Ich werde mit diesem Löffel auf dich losgehen und dir das Gehirn auslöffeln. Das will ich sehen. Schmeckt nach Großmutter. Dankeschön, bis dahin! Rotkäppchen! Und der Wolf! Prinzessin Koma! Und Tobias! Wolfschläger! Ach, sie waren so kurz davor. So kurz davor, beste Freunde zu werden. Aber was soll man sagen? Märchen sind einfach brutal. Das kann man sich nicht aussuchen. So sind Märchen einfach. Und damit müssen wir leben, damit haben wir auch unsere Kindheit verbracht und wir haben es überlebt. So, wir schauen mal kurz in den Chat rein. Jetzt muss der Schrei von Svenny kommen, schreibt Casual Bitch. Sehr krasser Löffel. Ja, es ist ein krasser Löffel. Den Löffel will Wendela Hortz unter die Lupe nehmen. Das verstehe ich nicht. Wer ist Wendela Hortz? Ich weiß. Ach was! Ist die, heißt die bei Bares für Rares Wendela Hortz? Ich liebe ja Bares für Rares, aber ich hatte ihren Namen nicht im Kopf. Ich schaue das sehr oft, Bares für Rares. Das ist so ein Sonntag, so die ganze Wiederholung, alle Wiederholungen auf ZDF Neo bingen Sendung. So, gut. Tobender Applaus, schreibt Oliver W. Vielen Dank für deinen tobenden Applaus. Ab sofort ist der Löffel meine Geheimwaffe, Casual Bitch. Ich benutze eigentlich auch für alles nur noch einen Löffel. Also zum Essen meine ich jetzt. Ich benutze eigentlich weder Messer noch Gabel. Ich habe das Gefühl, man kann alles mit einem Löffel essen. Bis man den Löffel abgibt. Bis man den Löffel, wow, bis man den Löffel abgibt. Vielen Dank. Bravo, schreibt Vincent. Michael Hempel schreibt Klatsch-Emojis, genauso wie Robert. Hallo Robert, auch schön, dass du wieder dabei bist. Theresa schreibt, ich gehe nachts nur noch mit dem Löffel raus. Das ist eine sehr gute Idee, liebe Theresa. Da kann dir erstmal nichts passieren. Und wenn jemand kommt, dann löffelst du ihm einfach das Gehirn raus. So einfach ist es. Und damit sind wir auch schon in der nächsten Runde. Ein bunter Strauß. Punkt. Ein bunter Strauß. Punkt. So heißt unsere nächste Runde, unsere vorletzte Runde. Obacht, die vorletzte Runde nach dieser Runde könnt ihr bei Skype anrufen. Erst noch diese Runde und danach ist dann unsere Skype-Runde, also vorletzte Runde. Und wir waren schon bei Märchen und deswegen lasse ich mich jetzt davon inspirieren. Ich brauche von euch, Moment, bevor ich diese Frage stelle, bin ich sehr klug in der Moderation und stelle erstmal eine andere Frage. Denn ich brauche für diese Szene eine Inspiration und zwar ein Anlass, der Menschen zusammentreibt, der Menschen zusammenbringt. Was könnte das für ein Anlass sein? Ein Anlass, an dem sich mindestens zwei Menschen treffen. Schreibt mir diesen Anlass jetzt hier in unseren Chat rein und danach erkläre ich, was ich mit dieser Inspiration dann vorhabe und was ich Konstanze und Tobi für eine Aufgabe stelle. Tobi, der lässt hier schon seine Muskeln wieder spielen. Ich habe das ganz genau gesehen, wie du deinen Bizeps hier, deine Brustmuskulatur wieder rausgedrückt hast. Tobi trainiert nämlich jetzt fleißig. Mein Gott, der nutzt halt die Zeit. Der ist wirklich so, der... Was soll denn das, Sven? Sven, mein, was soll man sagen? Wer hat, der hat. So, also der Tobi hat irgendwann einen Bizeps. Ich hab's ja in der ersten Folge schon, in einer der ersten so, Folgen gesagt. So, können wir jetzt bitte weitermachen hier. Irgendwann platzt der mir aus dem Hemd. So, goldene Hochzeit, Mietvertrag, schreibt Pipistrella. Winterschlussverkauf schreibt Homi, Pipistrella schreibt auch Kündigung, wow. Großes Essen schreibt Frank, Autounfall schreibt Robin. Oh Robin, du bist doch unser Sanitäter. Oh Gott, ja, Autounfall, das ist wahrscheinlich so in seinem Assoziationskreis. So Blutspenden schreibt Catherine, Schimmelpilzbefall schreibt Mask vom Mask Memories, Frühjahrsputz, Hausverkauf, Drogendeal schreibt Greta.
Nochmal Mietvertrag, Fitnessstudio schreibt Corinna, Demo schreibt Dani, Kündigung, Autounfall geht nochmal weiter. Doro schreibt Autounfall. Ist das auf Autounfall? Warum nicht der Autounfall? Warum nicht? Wir nehmen den Autounfall. Doro und Robin, ihr wolltet den Autounfall. Wir bekommen jetzt hier einen Autounfall auf die Bühne, beziehungsweise die Zeit auch vielleicht nach dem Autounfall. Wir werden sehen, wo wir einsteigen. Und jetzt folgende kleine Rahmenhandlung noch drumherum. Und dafür brauche ich ganz dringend wieder euch. Ich möchte, dass ihr mir, während die gesamte Szene läuft, Genres in den Chat schreibt. Unterschiedliche Genres, das können Theatergenres sein oder Theaterautoren, die so ein bestimmtes Geschmäckle haben. Ja? Das können Filmgenres sein, das können Fernsehgenres sein oder literarische Genres, wie zum Beispiel das Märchen. Ja? Schreibt mir das alles in den Chat rein. Musikalische Genres, Filmgenres, Theatergenres, Autoren, all das in den Chat. Und ich werde Konstanze und Tobi auf eine Achterbahn schicken. Ich werde regelmäßig ein neues Genre reingeben und in diesem Genre muss dann weitergespielt werden. Ihr seid soweit? Ich würde sagen, wir beginnen erstmal ganz neutral, heutig, sagen wir mal, naturalistisch. Und wir beginnen, wenn wir eingezählt haben, mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Das kann doch nicht wahr sein, ich bitte Sie, das, jetzt sind Sie mir einfach hinten drauf gefahren, das ist doch, Entschuldigung, haben ja, Sie... Ja, es tut mir voll leid. Das ist so, also ich wollte gerade in mein Venice-Wochenende, sollen wir jetzt die Polizei rufen? Nee. Oh nein, bitte, haben Sie Ihre... Oh, was, wie machen wir das jetzt? Ich weiß gar nicht, was machen wir denn? Junge Frau, das kann doch nicht wahr junge sein. Frau, wie, was ist mir passiert? Junge Frau, ich hab noch 50 Euro. Und dann können Sie da ein bisschen Lack kaufen. Stopp! Absurdes Theater. Lack, verstehen Sie? Lack. Farben, Lack. All das können Sie kaufen. Geld. Kaufen, Geld. Lass mal eine Lücke. 50. Ah! 50! Stopp! Weiter in der Operette. Gebete, die 50 Euro. 50 ist alles, was ich hab. Mehr gibt es nicht. Das ist zu wenig, damit kann man gar nichts machen. Geh 50 Euro. 50 Euro ist auch Geld. Da muss ich einfach lachen. Vielleicht nicht in Ihrer Welt, doch es ist Geld. Stopp! Sportübertragung. Und dann bin ich hinten raufgefahren mit 85 Sachen, hab gerade noch gebremst, dachte, boah ja, und dann kleiner Kratzer leicht angeschabt, weil ich rechts duschiert vorbei, aber wollte ich ja eigentlich gar nicht. Und dann hat es noch funktioniert, da sie nur diesen leichten Kratzer an der linken Außenseite, die linke Außenseite hab ich funktioniert. Und stopp! Schmonzette. Wie sie da so mich angepufft haben. Ja. Was für ein Zufall. Ja, man fällt manchmal so wie die Liebe manchmal einfach. Ich kenne Sie doch. Sie sind doch der Doktor, der Landdoktor, der bei uns neu... Aber ich habe versucht, meine neue Identität aufzubauen. Aber warum? Meine Ex-Frau. Sie war so eine verbiesterte Frau. Sie verfolgt mich und darum wollte ich hier neu anfangen. Hier in dieser kleinen Stadt. Stopp! Auf dem QVC. What is this? Shopping. Teleshopping. Auf diesem wunderschönen kleinen Hof dort hinten
Sie müssen sich das vorstellen. Tatsächlich restauriert mit den Backsteinbauten einwandfrei und dann, ich habe es gekauft. Halten Sie sich fest und eine gratis Carport-Installation dazu bekommen. Das heißt, nicht nur Backsteinbau, gratis Carport-Installation, sondern auch noch ein Jahr keine Grundsteuer. Und das nur, weil ich bei Immobilien Scout 8896 sofort zugeschlagen habe. Wie es auch viele Leute können, einfach im Internet tippen Sie es ein. Ich kann Ihnen diesen Tipp nur geben. Stopp! Western, sei einfach ruhig. Mein Pferd ist verletzt. Und wer mein Pferd verletzt, der wird selbst verletzt. Easy. Easy war gestern. Ey. Du wolltest mir auf den Fersen sein? Es ist mein Job, ich... Du denkst, du kannst mich so aufhalten? So fühlt es sich an, wenn dir meine Pistole auf den Fersen ist. Stopp! Brecht! Berthold Brecht! Denn die, die großen Besitzes sind, die haben die Waffe zu schießen, die Kleinen, die da sind im Schmutz und keine Wehr haben. Wir hören das Lied der Wehr. Wir wehren uns, noch sind wir unten, doch wir kommen hoch, wir sind viele. Viele, 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 viele werden kommen, werden nehmen, was uns gehört. Wir sind es wert, wir haben es verdient. Unser Eins, der im Dreck krepiert. Freeze! Musical! Okay, sorry. Schon okay. Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt hab. Es tut mir leid, ich wollte es nicht. Kein Problem. Ich kann schon wieder stehen. Lass uns zusammen gehen. Diesen Weg finden mussten, dass wir uns getroffen haben, du und ich, auf diesen Abweg. Stacy. Brad. Dankeschön. Danke. Bis dahin. Die Rolle Achterbahn. Tobias Meuschlinger und Konstanze Kromer. Oh, upsa. Ja, heute, Piano, du kriegst heute einiges auf deine Tasten, aber wie er damit umgeht, nicht eine Pause. Nicht eine Note hast du fallen. Das ist ein großen Applaus für Mr. Piano Reeves an den tausend Tasten, der auch alle musikalischen Genres dieser Genre Achterbahn natürlich improvisiert. Ist ja völlig klar, völlig klar. Und damit sind wir auch schon in der
letzten Runde, bevor die spannende Musik kommt, wende ich mich trotzdem einmal hier hin. Klasse, wird geschrieben. 2 bei Calvas. Oh, das habe ich zu spät gesehen. Michael Hempel, wie oft ich 2 bei Calvas gesehen habe. Wer kennt noch 2 bei Calvas? Großartige Sendung, habe ich sehr gerne gesehen. Lief, glaube ich, auf Sat.1, 14 Uhr, ProSieben. Und danach oder davor lief Richterin Barbara Salisch. Man weiß schon, ich bin Kind, ich bin Fernsehkind, was soll ich sagen. 5 Minuten Terrine und Fernsehen und ich war glücklich. So, der Knaller wird geschrieben, Piano Reeves ist einfach der Pro, schreibt Robin. Da freut sich Piano sehr über dieses Kompliment. Applaus, schreibt Frank. Frank, schön, dass du wieder dabei bist, da freuen wir uns auch. Genialer Auftritt, schreibt Rosi. Rosi, schön, dich zu lesen. Hajo Vlog, Rach der Restauranttester. Auch das ist eine großartige Sendung. Oh mein Gott, ich merke, ich bin wirklich ein Fernsehkind. Wer ist noch Fernsehkind? Wenn ihr auch Fernsehkind seid, bitte schreibt mir eine Herz-Emoji jetzt hier in den Chat, damit ich mich nicht so alleine fühle. Alle Fernsehkinder da draußen. Kinder der 90er und 2000er. Was waren das noch? Wie gute Fernsehzeiten. Rach der Restauranttester. Großartig. Das war, glaube ich, Kabel 1. Verbessert mich Kabel 1 oder Vox? Ich glaube Kabel 1. Bitte, wo sind viele? Ist ein Serienjunkie? Ja, auch. Aber Fernseh, so Bares für Rares. 2 bei Calvas, die Simpsons. Mama mia. Gut, also ich habe viel, viel Zeit vom Fernsehen. Adolf Südknecht, unsere Kollegen aus Leipzig schauen zu. Ein großes Hallo nach Leipzig, liebe Kollegen, lieber August, lieber Armin. Schön, dass ihr zuschaut. Da freue ich mich sehr drüber. Jetzt kommen ganz viele Herzen. Ich freue mich. Ich bin nicht alleine Fernsehkind. Da bin ich sehr erleichtert drüber. Auch Casual Bitch, auch Dani schreibt auch. Schmittikowski, dich lese ich, glaube ich, auch zum ersten Mal im Chat. Ein Premierengast vielleicht? Sehr schön. Michael auch. Anna, super, Caro. Oh, sehr gut, ich bin nicht alleine. Gut, aber ich habe ein bisschen, was soll ich sagen, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ich hole ihn wieder ran. Schaut, wie ich ihn wieder ranziehe, den Faden. Denn am Ende dieses Fadens hängt unsere letzte Runde. Ruf mich an, Skype. Es ist soweit. Unsere Skype-Runde ist endlich da. Das bedeutet, ihr schaltet jetzt eure Skype-Konten wieder frei. Ich hoffe, das habt ihr schon vorher gemacht. Ihr gebt oben in die Suchleiste ein Chaos Royal. 2 Worte. Chaos Royal. Dann findet ihr, glaube ich, linke Hand alle Ergebnisse. Ihr seht unser Logo in Ballform. Auf dieses Logo klickt ihr drauf. Und dann oben, glaube ich, rechte Hand, je nachdem, ob Tablet oder Browser, entweder unten oder oben auf das Video-Anruf-Symbol. Und dann kommt ihr live zu uns ins Studio. Und Constanze Kromer wird euch einen Song singen. Und Piano spielt schon den Themensong von Skype. Bitte weiter. Ich freue mich darüber. Also, schaltet euch erstmal ein, wählt euch ein und dann nochmal, wie ist denn nochmal mein Passwort gewesen und die E-Mail-Adresse, ich kenne das alles, ein bisschen Zeit habt ihr noch, hetzt euch nicht, aber arbeitet dran, ne? Ihr wisst, wie ich meine. Und dann kommt ihr hier zu uns ins Studio, wir stellen euch 2, 3 Fragen, damit wir ein bisschen Futter haben für einen improvisierten Song, ein bisschen Inspiration über euch und dann wird euch eine eigene persönliche Lobeshymne gewidmet, improvisiert von Constanze Kromer in glorreicher Zusammenarbeit mit Mr. Piano Reeves. Die Moderation war großartig. Welche Moderation? Meine! Diese Moderation. Ja. Da freue ich mich doch. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank. So, aber nein. Man hat mir gesagt, man muss bekleidet sein. Hab's dann gelassen. René, du bist nicht bekleidet. Na sowas. Du kannst dir doch schnell was überwerfen. Außerdem bist du eh nur bis hier zu sehen. Du kannst ja entscheiden, wie viel wir von dir sehen. Ne? Also wirf dir mal ein Handtuch über oder einen Bademantel oder vielleicht einen Pullover. Mach mal einen Pullover. Pullover überwerfen und schon bei uns anrufen. Kein Problem. Dein Passwort war 54321 oder 1234 quer. Das war lange mein Passwort. Jetzt nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf diesem Chip. Jetzt habe ich ganz schwere Passworte. Mit Groß- und Kleinbuchstaben, mit Zeichen und mit Zahlen. Also unknackbar. Da geht's los. Julia ist hier bei uns an der Technik und wählt euch schon mal ein. Nehmt euch oben an. Und da wurde aufgelegt. Oha, Julia wurde aufgelegt. Oh nein. Oh, es wurde aufgelegt. Liebe Anruferin, lieber Anrufer, der du gerade angerufen hast, wir wollen dich unbedingt sehen. Irgendwas ist mit der Leitung passiert. Ruf einfach gerne nochmal bei uns an. Null Problemo. Wir warten auf dich. Wir freuen uns sehr
scheut nicht zurück. Keine Sorge, es tut nicht weh. Wir sind super lieb. Wir freuen uns, euch zu sehen. Und ihr sitzt einfach ganz bequem bei euch auf der Couch, auf eurem Sessel, in eurem Bett, in eurem Garten vielleicht. Manche haben ja Gärten, wobei es ein bisschen kalt. Aber manche sind ja eingemummelt und halten sich schön warm im Garten. Also ruft bei uns an. Liebe Anruferin, lieber Anrufer, der gerade schon dabei war, ruft bei uns an. Robin schreibt, unbedingt anrufen ist eine super Sache. Robin haben wir nämlich genau genommen zwei Songs gewidmet. Einmal hat Robin live bei uns angerufen. Ja, und einmal hat es nicht geklappt, weil er in der S-Bahn oder nee, im Zug saß. Im Zug, genau. Und kein WLAN hatte, der Arme. Und dann haben wir ihm einfach von hier einen analogen Song. Analog? Naja, also auch digital natürlich, aber wir haben jetzt hier einen Song gesungen, ohne ihn zu sehen. Aber euch würden wir gerne sehen. Traut sich unsere liebe Anruferin, unser Anrufer nicht nochmal anzurufen? Ja, anscheinend. Ihr dürft. Ruft an. Sonst sing mal dem Siggi einen Song. Dem Siggi einen Song. Oh, ob der Siggi nochmal anrufen kann? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Ich glaube, die waren technischen, die waren ja, keine Digital Natives, möchte ich mal sagen. Aber zumindest hat er, aber man weiß jetzt gar nichts über die beiden. Man weiß jetzt nichts. Also er ist Sternzeichen Steinbock, wenn er heute Geburtstag offensichtlich hat. Offensichtlich, ja. Das stimmt. Offensichtlich ja. Ist er Sternzeichen Steinbock. Weiter so schreibt Frank. Frank hat auch mal bei uns angerufen. Da hat auch die WLAN-Leitung nicht funktioniert. Das zieht sich so ein bisschen durch. Aber Frank hat trotzdem seinen Song bekommen. Robin hatte Wein und einen Job zu verlieren. Kennt ihr euch, René und Robin? Kennt ihr euch? Oder ich finde es ja immer schön, mal so by the way. Oh, jetzt geht's schon los. Jetzt rufen zwei gleichzeitig an. Julia, du entscheidest. Okay. So. Oh mein Gott, ich bin weg. Hallo. Hallo, Mädels. Hallo. Zwei Damen sind hier bei uns. Wir können euch gleich richtig sehen. Einen kleinen Moment. Super, Julia, jetzt können wir euch nämlich wieder sehen. Der Monitor ist wieder frei. Hallo. Herzlich willkommen im BKA Hauptstadtstudio. Hallo. Wie geht's euch beiden? Sehr gut. Gut. Ich habe vorher versucht anzurufen, dachte, ich habe es alles falsch gemacht und hörte auf. Nein, du hast alles... Ich wieder beim Livestream zu hören, ach, ruf noch mal an. Dachte, ja, okay, probier mal. Sehr geil, gut. Oder? Super, dass ihr noch mal angerufen habt. Da freuen wir uns sehr. Wollt ihr uns mal verraten, wie ihr beide heißt? Ich bin Catherine. Catherine. Und Christine. Catherine und Christine. Seid ihr Freundin oder verwandt, verschwägert? Verheiratet. Ihr seid ein Paar? Catherine und jetzt habe ich den zweiten. Christine. Catherine und Christine, auch echt, wie schön. Seit wann seid ihr verheiratet? 2007. Yeah. Wow, das 13. Jahr. Ah, nee, 14 jetzt. Das 14. Wann habt ihr Hochzeitstag? 21.07. Du kennst gar nicht, ne? Und ich war's falsch. 21.07. Eine schöne Sommerhochzeit. Könnt ihr euch noch an den Tag eurer Hochzeit erinnern? Ja. Ist auch eine blöde Frage gewesen. Was ist euch am Tag eurer Hochzeit noch am meisten in Erinnerung? Dass ich ihr um 3 Uhr morgens erste Hochzeitsfeier holen musste. Was musstest du holen? Ja, sie wollte einfach feiern. Und um 3 Uhr wollte ich dann schlafen. Ach so, und du musstest sie von der Hochzeitsfeier quasi vom Parkett runterziehen. Genau. Christine, komm, ich muss ins Bett. Ich bin müde. Hochzeitsnacht jetzt. Okay, und seit wann kennt ihr euch? Also ihr seid jetzt 13 Jahre verheiratet und wie lange kennt ihr euch schon? Seit ein paar? 2003 haben wir uns kennengelernt und 2004 kam ich nach Deutschland. Wow. Okay, und wo habt ihr euch kennengelernt? Melbourne. In Melbourne. Okay. Mhm. Und du bist extra der Liebe wegen nach Deutschland gekommen, Catherine. Genau. Wow. Okay, dann kennt ihr euch... 2004 haben wir gesagt? 2004, das sind 16 Jahre. Bald 17 Jahre. 16,5 Jahre. Okay, vielleicht noch ganz kurz. Catherine, was ist deine Berufung? Was ist dein Beruf? Ich bin in die IT. IT. Und was machst du? Programmierst du oder berätst du oder... Ich bin Beraterin gewesen, ich bin auch Systemadministratorin gewesen, jetzt manage ich Leute. Okay, yeah. Langsam die Leiter nach oben geklettert. Und Christine, wo verortest du dich beruflich? In einem Labor, ich habe Biotechnologie studiert.
Okay, also zwei super Brains haben sich gefunden. Ja. Und jetzt noch die obligatorische Frage, die wir letzte Woche schändlicherweise vergessen haben. Ich will das alles merken. Schändlicherweise, ja. Eure Sternzeichen brauchen wir noch. Ich weiß deine. Ich bin Krebs. Ah, und du, ich auch. Ich bin genau zwischen Virgo und Libra. Was? Und ich kenne die beiden. Du bist Jungfrau. Oh, ich bin Jungfrau anscheinend. Ja. Jungfrau und Krebs. Ja. Das Gefühl ja. Und die Ordnung. Man hat Zeit, verheiratet, um jungfräulich zu sein. Ne? Okay, Catherine und Christine. Super. Du hast genug Input wahrscheinlich. Ja, ich werde das schon. Ganz, ja. IT, Chemie, Labor. Verheiratet, 13 aus Melbourne nach Deutschland. Und Jungfrau so und Krebs. Das merkst du dir. Ja, das weiß okay. Ich. Die Sternzeichen kriegst du immer. Okay, gut. Liebe Catherine, liebe Christine, lehnt euch zurück in eurer wunderschönen Wohnung. Ihr habt sehr viele Pflanzen. Das sieht großartig aus. Und genießt den Song, den Constanze Krome euch jetzt improvisiert, zusammen mit Mr. Piano Reeves, wenn wir gemeinsam eingezählt haben mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Geballte Frauenpower! Hier auf dem Schirm. Oh Mann, ich finde es so geil. Ihr beide seid sehr firm. Die eine in IT, die andere mit Chemikalien. Oh Babes, was soll ich sagen? So lange seid ihr schon ein Paar. Ja, und jetzt sitzt ihr hier mit einem Lächeln im Gesicht und ich auf der Bühne. Wow, ich glaub es nicht. Catherine ist nach Deutschland eingewandert. Was für ein Mut, sie hat mich lange rummeandert. Sie ist zu ihrer Liebsten, zur Christine, hingezogen. Wahrscheinlich hat sie auch für dich einen Regenbogen gebogen. Christine, sie schwingt das Tanzbein ziemlich gern und kann's nicht lassen. Und Catherine muss bisweilen Christine an der Hand festfassen, damit Christine auch mal wieder mit ihr geht. Oh, ihr habt euch gegenseitig so dermaßen den Kopf verdreht, dass ihr immer noch zusammen heute hier auf der Couch sitzt. Ihr habt keine Chance, je verschwitzt. Wie die Jungfrau zum Kinde kam Catherine zu Christine hin. Ich weiß, Christine, man fühlt so wahnsinnig viel als Krebs. Man kann gar nicht anders als, oh, Catherine, ich erleb's. Meine Liebe für dich willst du wahrscheinlich die ganze Zeit zu ihr hinfließen lassen und die Jungfrau ordnet ein, damit sie es kann fassen. Hier aus dem WKA mal ganz kurz mein Respekt für alle Paare dieser Welt, die es schaffen, zusammen zu bleiben in diesen Zeiten. Sich zu begleiten, ihre Herzen zu weiten und sich Liebe zu bereiten. Und Catherine und Christine, meine Liebe fließt auch zu euch hin. Lasst es euch gut gehen.
Catherine und Christina. Oh, so schön, dass ihr da wart. Wir liebkosen euch aus der Ferne. So toll, dass ihr angerufen habt. Nochmal angerufen habt. Wir schicken euch super liebe Grüße da, wo ihr gerade seid. Und wünschen euch eine glorreiche Zeit. Für euch auch. Vielen, vielen Dank. Ja, viel Glück. Ja, danke schön, danke schön. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder an den Live-Tasten im nächsten Mal, in den nächsten Wochen. Liebe, liebe Grüße, danke für einen Anruf. Ja. Und Catherine. Alles, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und Christine. Wow, ich bin ein bisschen angefüllt von unseren tollen Zuschauerinnen. Irre. Ja. Aber was soll man sagen? Man soll ja tatsächlich immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deswegen werden wir jetzt auch aufhören mit unserem dieswöchigen Livestream. Aber keine Sorge, es wird nicht der letzte gewesen sein. Denn nächsten Montag ist ja wieder ein Montag. Ein neuer Wochenstart, ein neuer Grund, um die Woche mit einem Kick und guter Laune zu beginnen. Und wenn ihr diesen Kick und diese gute Laune braucht, dann schaltet ihr nächsten Montag wieder bei uns ein. Ich stelle nochmal all die lieben Leute vor, die das hier möglich machen. Mr. Sven Ihlenfeld. Yay! Julia. Keanu Reeves, a.k.a. Uwe Matschke. Und die beiden SpielerInnen des heutigen Abends. In welche Richtung gehe ich denn? Sie kommen von beiden Seiten. Konstanze Kroma und Tobias Goldschläger. Dankeschön. Dankeschön. Bis nächsten Montag. Vergesst nicht, Antivirus-Livestream-Tickets zu kaufen. Besucht uns auf den sozialen Medien. Wir freuen uns um jeden, der uns folgt und Teil der Community wird. Wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzusehen. Und bis dahin verbleibe ich mit vielen lieben Grüßen. Lasst es euch gut gehen und nächsten Montag machen wir den Montag wieder zum besten Tag der Woche. Tschüss! Na ja, Scheiße. Ich bin ja vorbei, wa? Wir waren drin. Drin sind wir gewesen. Richtig drin. Richtig drin. Einfach so. Von hier. Was weißt du was, Sigi? Eines Tages, wenn diese ganze Lockdown-Scheiße vorbei ist, dann sind wir richtig drin.